Was würdest du machen, wenn du um 3 Uhr nachts von einem Clown verfolgt wirst? Was würdest du tun, wenn dieses gruselige Gesicht dich hier nachts verfolgt und hinterher rennt? Lass mich raten, da ist nichts Gruseliges, oder? Halt einfach dein Maul. Aber wir kümmern uns heute genau um diese Dinger. Clowns rennen rum, verfolgen uns und irgendein Mädchen war anscheinend nicht schnell genug. Wenn es euch gefallen lassen darf, warum der Shop wirft die Video heute 4328 Likes. Wir legen los in einer alten, verlassenen Schule. Mitten in der Nacht gehen da ein paar Dudes hin. Bruder, ihr tickt nicht ganz richtig. Go, 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 go. Okay, das war echt ein seltsamer Clip. Irgendwie da, warte mal, das, wie war das zusammengeschnitten? Bro, die rennen so, auf einmal kommt eine Flammexplosion, dann kommt ein Clown, dann rennen die alle so, und übertreiben so richtig. Bro, dann rennen die vor, zurück, hey, das war irgendwie wie so ein schlechter Cartoon, so, wisst ihr, was ich meine? So, oh mein Gott, da hinten kommt ein Clown. Oh nein, Okay, Digga, ich kann das nicht nachmachen, aber ihr wisst, komm, Bro, ihr wisst, was ich meine. Ja! Aber wisst ihr, was ultra creepy ist? Dieses Gebäude, wo die drin gestanden sind, das sah 1:1 aus wie das Gebäude, in dem ich damals nachts auch drin war, in dieser verlassenen Psychiatrie. 1:1 sah das gleich aus. Ist es das gleiche Gebäude oder nicht? Das werdet ihr wohl nie rausfinden. No. Alrighty, wo sind wir jetzt? No, this wasn't here yet. This wasn't here the other day. Mitten auf dem Land. Hold up. Nein, hör auf, Pennywise. Should we do this? Bro, das ist nicht lustig, hör auf. This is... There's Bro, no das, da erlaubt sich jemand so einen schlechten Spaß. No. Bro, was? Ist er da gerade reingegangen? Hey, wie ist er da reingekommen? Can't see anything. Give me the flashlight. Digga, die passen Guys, einfach durch. Isn't that just scary? Oh mein Gott, wieso macht ihr das? Bro, wieso macht ihr das? Digga, wieso? I'm hoping. That's what I'm hoping. Bitte kein Pennywise. Bitte kein Pennywise. Okay guys, watch really closely and you guys can see something at the end of the tunnel. What the heck was that? Okay, guckt auf den Ende von... Ah, nein, da ist was. Nein, nicht gucken. No, freaking... Ja, okay, Bro, okay. Okay, Digga, ich... Oh mein Gott, Alter, das ist zu mit dem Tor. Oh, noch lauf, Jimmy! Jimmy, oh, Bro! Bro, was für Cam? Oh mein Gott, Digga, warte da gerade. Ich. Bro, ich krieg so. Ich Digga. Get out. Oh mein Gott, Junge! I hit my head. Bro, wieso seid ihr so dumm? Show yourself. Let's go. Wahrscheinlich wird er jetzt kommen, wenn du sagst, zeig ihn nochmal, Alter. Mann, wieso seid ihr so dumm? Bro, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so jemanden seht, der schnell auf euch zuläuft, so in so einem Film und ihr wollt einfach nur so. Mann, Digga, ich pack das nicht. Oh mein Gott, Alter, wie sind die da bitte durchgeslidet? Wie skinny müssen die sein, Bro? Mashallah, skinny, beni, Alter. Bam, Bruder, Diätsphase, durch da. Was ist da los? Bro, Alter, also bei mir wäre halt das Problem, ich könnte da gar nicht reingehen. Also wenn der Clown mich irgendwie da reinbekommen will, um mich dann abzustechen, Bro, geht nicht. Bauch hält auf, Bruder, ich gehe da rein und dann. Bob. Oh Mann, Alter. Die Tüte Chips gestern war nicht so gut, Mann. Aber was lernen wir aus dieser wichtigen Lektion? Esst die Tüte Chips, denn die wird euch vor einem bösen Clown im Abfluss beschützen. Und zweite Lektion, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, lasst ein Abo da, weil sonst stinkt ihr. Stimmt's, Schatz? Die stinken dann alle. Da stützt mich doch. Ja. Die gehört. Stinkt. Wir sind in einem Wald. Crazy. No. Dude. Wie sie sagen, Dude? Clown. Dude. Ist das ein Clown oder ist das einfach eine Person? Okay, Bro. Ist das ein Clown oder einfach eine Person? Okay, geile Perspektive. Bro, wahnsinnsgeiler Clip. Das alles, was wir kriegen? Lass mich raten, gleich ist der Clip vorbei. 3, 2, 1. Und jetzt ist er gleich vorbei. Ja, wir laufen zur Straße. Das alles, was wir kriegen. Und ab ins Auto. Klasse. Das ist alles. Auf einmal ist es nachts. Auf einmal ist es dunkel. Wie ist es denn jetzt auf einmal dunkel geworden? Bro, warum ist denn jetzt dunkel? Gerade war noch hell im Wald. Und jetzt fährt er los. Okay, alles klar. Er kann Time Traveler. Sehr gut, er kann Zeit reisen. Mashallah, geilster Typ überhaupt. Bring uns mal bei wie. Jetzt fängt an, draußen Wald, Alter, alles hell, dann rennt er los. Digga, was ist das für eine Kamerahaltung, Mann? Bro, Alter, so filmt er die ganze Zeit das Video. Oh mein Gott, da ist der Clown. I need to run away, da ist der Clown in die Höhe. Und auf einmal steigt er ins Auto, es ist nachts. Bester Mann, Bruder, bester Mann, ich schwör. Okay, wir haben eine Familie. Die alle ein paar Plüschtiere werfen. What the heck? Frag mich nicht warum. That's not funny. Get out of here. There's kids here. Get out. Es kommt ein Clown. Oh, Mashallah, Junge, der hat der. Get. Bro, der hat aber die Lippenballs. That's not funny.
This isn't a joke. Oder der hat zu viel Naruto Caleb, geguckt, Alter, was macht denn der? Bro, der hat zu viel Naruto what geguckt, der Bruder. What the heck do you think you're doing? No, come on, you guys. Oh, okay, get, creepy, Junge, what the heck, Alter. Also, wenn das real ist, imagine. What the heck? That's not funny. Der hat das Kuscheltier von dem einen Dude weggenommen. Bro, er läuft hinterher mit dem Kuscheltier in der Hand. Okay, yo, get das ist echt. Here. Bruder, also no not joke. Funny. Oh, ihr wisst, es gab diese Clown-Zeit. Das kann real sein. What ja, the heck? Ist klar. I'm gonna call the police. Sie sagt, ich rufe die Polizei. Okay, ich sage euch jetzt ganz real talk, wie das Ganze abgelaufen ist. Da war die wunderbare Familie Düsenschmitz, nennen wir die jetzt einfach mal. Familie Düsenschmitz saß an einem Samstagabend da und dachte sich, wie um alles in der Welt können wir unsere Langeweile besiegen? Oh, da gibt es diesen neuen Trend, die Clowns. Und dann hat Alfred Düsenschmitz, hat dann Sabine Düsenschmitz davon überzeugt, dass sie in die Rolle der Mutter geht und mit den Kindern einfach sich draußen hinstellt und Kuscheltiere in die Luft wirft und es filmt. Bro, was macht das für Sinn? Und dann kommt Alfred Düsenschmitz und tut von hinten mit dem Clownskostüm kommen und extra zum Haus laufen und auch noch winken. Starke Leistung, Bruder. Schauspielkunst 8-. Wir machen what weiter. The, what the, what the, Bro, okay, what das the, ist schon wieder next yo, level. Yo, okay, ich will nochmal die Call of Duty Ambulance. Er ist anscheinend in irgendeinem verlassenen Gebäude und er trifft auf einen Clown. Ich glaube, das ist so ein... Bro, wieso geht man da nachts rein? The? Oh mein Gott, Bro. Drop a like for this guy. I'd be so scared if I was wait, him. What the heck? Er ist dunkel in dem Palast. Was ist das? Ein Labyrinth? Nee, er will einfach hier rein, der Clown. What the heck? Leave me alone! Oder das ist echt nicht mehr lustig. Sowas echt nicht mehr lustig. Okay, er geht jetzt vor. Der sitzt auf dem Boden. Hör auf. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Was? Wieso geht der rein? Er sagt, ich will ihm helfen, aber ich weiß nicht, ob er mich schlägt. Yo, ey, please. Yo, ey. Please, don't hurt me, okay? Right, look, I'm gonna call the police for you right now. I'm gonna call the ambulance for you. Literally, if I call the police for you, you're gonna get some help, okay? You're gonna get some help. I'm gonna call the police for you right now, okay? Yo. Yo! What the f***? Yo. Bro. Yo, I'm gonna help you. Digga, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von dem Clip halten soll. Bro, das ist, glaube ich, wieder Familie Düsenschmitz, Alter. Das ist Familie Düsenschmitz wieder im vollen Einsatz. Bro, das sind die Düsenschmitz. Das ist eine neue Folge von den Düsenschmitzis, Alter. Jetzt auf Netflix, Alter. Schaltet rein, wenn es wieder heißt Düsenschmitzi. Bro, also, I don't know, man. Der Anfang war creepy. Anfang hat er mich erwischt, bin ich ehrlich. Da war er da und hat so pam, pam, pam. Ich so, okay, Bruder, ich steck ein. Aber am Schluss jetzt hier so, ey, Bro, wer ist so dumm und geht auf den Clown zu, der mitten im Gang sitzt, Alter, und sagt so, flüstert, ich würde ihm gerne helfen, bla, und geht hin. Und dann wirft er die Box zurück und dann rennt er weg. So, ah, nee, Düsenschmitzis. Komm, da habt ihr mich aber erwischt hier. Den hier. Aber ladies and gentlemen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu. Und lasst ein Like da und abonniert den Kanal kostenlos. So lange werde ich jetzt hier sitzen, bis ihr liked und abonniert. Let's go. Ah, und hier ist noch das letzte Video.